Ja, moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Until Dawn oder Until Dawn. Ja, in der letzten Folge haben wir ja den Prolog sozusagen gespielt und wir sind mit Sam hier angekommen und heute geht es weiter. Ich habe natürlich keine Ahnung, wenn das Video hier hochkommt. Auf jeden Fall, ja, schön, dass du hier eingeschaltet hast. Ich hoffe, ich kann dich unterhalten. Und ja, dann, ja, legen wir weiter mit dem Horrorspiel, würde ich sagen. Ihr wollt doch nicht auch alle warten. So, okay, wir sind mit Sam hier angekommen und wir müssen jetzt zum Haus. Das sieht ziemlich gruselig hier aus, ne? Das Tor ist kaputt. Klettere rüber. Chris. Ah. Ist es wirklich kaputt? Oh, Scheiße. Lassen wir's. Ja, Tete. Hochklettern. Ja, schnell. Ich will da rüber, Mann. Und Quicktimes üben. Oh, Scheiße, Digga. Oh, ich wusste so, dass Kreis kommt, aber ich dachte irgendwie, nee, das ist doch eine andere Taste. Ah, Scheiße, das hab ich fast verkackt. Ich verkack jetzt schon fast. Okay, irgendetwas beobachtet uns. So viel ist schon mal klar. Chris, bist du's? Ja, hey, wer bist du überhaupt, Chris? Kleines Kerlchen? Hast du Hunger? Hä? Oh, Scheiße, nicht bewegen. Ja, ist perfekt, weil ich habe meinen Controller auf den Tisch gestellt. Alter, das müsste ich eigentlich immer so machen. Dann wissen wir. Dann wissen wir. Also ich glaube, das wird noch öfters kommen. Jetzt müssen wir, wie wir überleben. Hallo, Vögel. Das Spiel ist sehr Jumpscare-lastig, also wenn ihr nicht auf Jumpscares steht, die nicht leihen könnt, ja, dann werdet ihr hier ein kleines Problem haben. Cool. Naturvölker und Schmetterlingsprophezeiungen. Ja, das sind diese Dinger hier, man kann so Totems finden und die zeigen dann eine Zukunft voraus. Stämme, die einst in diesen Bergen lebten, glaubten, Schmetterlinge brächten Träume und Prophezeiungen einer möglichen Zukunft. Die Farbe des Schmetterlings symbolisierte die Art der Prophezeiung. Tod. Schwarze Schmetterlinge sagten den Tod des Träumenden voraus. Gefahr. Rote Schmetterlinge waren vor einer Gefahr. Verlust. Braune Schmetterlinge sagten Tragödien voraus, die Freunde betreffen sollen. Führung. Gelbe Schmetterlinge brachten helfende und wegweisende Visionen. Glück. Weiße Schmetterlinge brachten Träume von Glück und Segen. Ja, dann hoffen wir mal, wir finden ganz viele von den Weißen. Oder von den Schwarzen und Roten und so, damit wir wissen, was passiert. Oh, guck mal, hier haben wir ja schon eins. Lol. Während du dich umsiehst, kannst du den Toten aufhebst und drehst. Ja, okay, das. Gucken wir rein. Vogel? Okay. Das war jetzt gelb, ne? Führung. Okay. Okay.
Ah, okay, wir haben eine Schnelltasse. Bruder! Hoho! Wo sind wir hier? In den Schweizer Alpen. Sieht halt echt so aus, ne? Okay, ein bisschen zumindest. Sam, lauf mal ein bisschen schneller, Sam. Also, ihren Namen kenne ich. Eigentlich die der anderen auch. Hier oben. Die Vergangenheit liegt außerhalb unserer Kontrolle. Ja. Auch noch sehr schön, dass uns das nochmal in die Fresse gesagt wird. Gut, hier haben wir eine Scheune und einen Rucksack. Da gibt es auch was Chris, zu erkunden. bist du hier? Dein Rucksack ist hier, wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Der Safe Chris, der Hallo? uns Was haben beobachtet. wir denn hier? Es klingelt. Nee. Ich bin mal nicht Lieber so. nicht in den Sachen von Chris. Oh, das hat schon was verändert. Sam, hey, du bist hier. Chris ist verknallt in Ashley. Beschützerisch, humorvoll, methodisch. Ashley. Ja, dann mal gucken, wenn wir die kennenlernen. Oh, also, ich habe da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wird nicht Wohin? verraten. Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Ja. Was ist denn hier? Hinweis entdeckt. Gesucht. Krass. Milgram So Victor. wirst du meinen Besuch Geschlecht. in Verbrecher Männlich. Amerika? Größe. Irgendwer hat das wohl geglaubt. Ach, komm schon, hier kommt doch Okay. fast nie ein Mensch her. Total tote Hose. Ja, also falls ihr es selber lesen wollt, könnt einfach Pause drücken. Tada! Ziemlich krass, Was? oder? Was? Ja! Komm Was? schon, das sind coole Babys. Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt? Ach, da ist eine Knarre. Also, was zum Warum ist Henker da eine macht ein Knarre? Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Ja, das denke ich Sag mir auch mal, gerade. kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Großer. Okay. Können wir Los ihn geht's. schießen? Oh, jetzt muss man das eben lernen. Ja. Ich werde nicht gut drin sein. Kann ich die Maus an. Digga. Übel Scheiße drinne. Ich bin so langsam, ne? Also ich glaube, wenn das mir irgendwann das Leben retten muss, dann bin ich im Wow, Arsch. guter Schuss, Sheriff. Okay, ich bin böse. Ich bin böse drauf. Ich bin mal so dreist und behaupte, das war Anfängerglück vom Feinsten. Na, das glaube ich Ja, nicht, das doch. stimmt. Naja, jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Ein Eichhörnchen? Nein. Nö, ich schieß doch nicht das Eichhörnchen ab. Habe ich es getroffen? Ich hab dich erwischt! Ich mag Hey, ihn. Scharfschütze, die Bahn kommt. Warte, ich hab jetzt den Dreh raus. Komm schon, Chris, die Seilbahn. Also, in der Notsituation werde ich verrecken. So viel steht schon mal klar. Och, Kacke. Ah. Ey, immer diese umgedrehte Steuerung, ne? Ich mag das nicht. Mann, das ist echt ein komisches Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Ja, echt jetzt, in dem Moment. Hey, das ist schräg. Abgeschlossen. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Das wollte er? Welche Leute? Na, keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Was für Leute übernachten da? Ladies first. Ein wahrer Gentleman. Ich mag Chris. Der ist lustig.
Bei dem müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass er nicht stirbt. Ach, ich dachte, die Bahn wäre schon näher. Das heißt wohl warten. Digga, da ist sie langsam. Wie lange dauert das noch? Ich geh mal hier hin gucken. Ja. Tagsüber ist der so schön, aber nachts. Bekundetimes Hotel and Sanatorium. Für gesunden Körper und Geist. Ein Haus. Um zu zeigen, wie reich man ist? Die sind nicht so reich. Ihnen gehört bloß ein Berg. Überwachungskamera. Ein Jacuzzi. Hä? Da war gerade jemand. Ist die Bahn da? Endlich, kommst du? Tja, naja, ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hier bleiben, aber okay. Ja, gehen wir rein. Das ist wie beim Abschlussball. Ich würde nie in so ein Teil reinsitzen. Auf ins Abenteuer. Ich hoffe, wir tun das. Das sieht so instabil aus. Naja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut. Gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, nein. Es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Teenager vom Feinsten, ey. Genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Des Jahrtausends. Okay. Dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorn. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbarn. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Das war eine ziemlich interessante Story. Etwa 3 Jahre zu früh. Und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat. Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Boom. Schmetterlingseffekt. Okay, ich wäre auf jeden Fall Chris. Redet unnötiges Zeugs, labert irgendeine Scheiße, hat einen gewissen Humor. Jess, Mikes neue Freundin. Gutgläubig, respektlos und selbstsicher. Ja, die perfekte Bitch. Oder? Wobei? Ha, ich weiß nicht. Respektlos ist jetzt vielleicht nicht so gut. Aussehen? Oha. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute, Zeit sie zu begrüßen. Oh. Yeah. Oh mein. Was war das denn? Jess, hey. Jessica, hierher. Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lasst uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Die ist ein bisschen klein. Nein, ich lasse... Nee, doch, natürlich. Mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, ich kenne Chris. Nee, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Es sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Hey. Ja, ja, ja. Was ist denn das? Chris. Meine Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris. Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Keine Ahnung, ich bin mit dem... Mike und Em sind getrennt. Wir sind jetzt zusammen. Wow. Ach.
Drama. Nicht wirklich. Eigentlich ein sauberer Schnitt. M ist raus, ich bin drin. Ah. Was? Typische Leben, ne? Okay, okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier oben. Vielleicht bin ich ja doch nicht Chris. Du meinst Mike? Was? Ach, ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Sam. Oh, hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ja. ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Ehrlich, hätten die die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Emily, Mikes Ex. Ah. Einfallsreich, überzeugend, intelligent. Das sieht aus wie eine Bitch. Dann wär's nicht mehr so malebisch. Matt, Emilys neuer Freund. Ehrgeizig, sportlich und motiviert. Weißt du? Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Ja, da haben wir sie. 50% meiner Freundin. Gänsehaut. Wir sind fast da. Nein, ich meine, ich krieg langsam Angst. Oh, ja. Es wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Bestimmt wieder eine normale Part. Ich meine, was glaubst du? Okay, dieser Jumpscare hat mich jetzt nicht getriggert, sorry, aber... Mike, Emilys Ex. Intelligent, engagiert, überzeugend. Okay. Zu geil. Michael. Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte dir fast eine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lasst uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Hä? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Drohnen, hau ab, Mike. Wir sind alle Freunde. Ja, keine Ahnung. Ich hab nicht Bock auf die Bitch. Aber trotzdem... Michael. Ich spreche jetzt einfach an, ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm und wir wissen das. Lass uns das einfach akzeptieren und abhaken, okay? Meh. Verstanden. Ich seh's ein, ich will nicht querschießen. Gut. Sind wir cool? Klar. Wollt ihr jetzt noch rumknutschen? Oh mein Gott, absolut, wir knutschen auf jeden Fall. nein. Ernsthaft, ich muss wieder zur Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay, bis dann. Bis dann. Okay. Bis dahin! Digga! Oh Mist! Was? Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Ja. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Das kann ich warten. Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Meine Fresse, dann mach doch deine Scheiße. Ich will eh nicht mehr. Okay. Jetzt schon keinen Bock auf die. Wenn's so wichtig ist, dann spiele ich Packesel für den Rest des Wegs. Aber du schuldest mir was. Entschuldigung. Na, dann sind wir... Oh, Alter! Ich überleg's mir. Sei aber vorsichtig. Wir sehen uns oben, Schätzchen. Weißt du, Matt? Dank dir. Das war die richtige Entscheidung. Ich glaube, da muss mal Manieren beigebracht werden. Meine Fresse, Mann. Status-Update. Ja, sie mag mich ziemlich wahrscheinlich weniger, ne? Aber... Nur so, aber weil ich sie jetzt nicht mag, heißt es natürlich nicht, dass ich sie jetzt extra umbringen werde. Sollte klar sein, vielleicht. Ashley ist verknallt in Chris. Ja, wie passend. Fleißig, neugierig, offen. Ja, das ist so was für mich. Sie ist süß. Wow, aha. Hallo. Du bist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Ja,
Da hast du es mit, da hast du es mit. Oh Gott! Hey, hey, also die Jumpscares tun es bei mir jetzt im... Die tun es nicht. Muss das sein, ja, also Matt? Ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott, oh mein Gott! Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay, schon gut, schon gut. Was schaust du dir an? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal ran. Ja, komm, Matt muss es sehen. Klar, wenn du willst, ziehst dir rein. Nur zu. Okay. Verdammte Scheiße! Ja! Ist das dein Ernst, Emily? Was soll das, Mann? Dazu, der läuft bestimmt nicht. Nichts? Meinst du echt? Ja, bestimmt. War es schon jemals nichts bei M? Ehrlich? Ich weiß nicht. Verdammt! Ja, Matt. Ja, vielleicht kann ich mich mehr zu Matt relaten als zu Chris. Keine Ahnung. Also das sind auf jeden Fall schon meine beiden Favorites. Und Ashley natürlich. Da also habe ich schon drei Favorites. Ah, Jessica wieder. Yeah. Ich weiß nicht, was für ein Buch es ist. Also. Okay. Das hast du jetzt nicht getan. Hab ich ein bisschen. Nimm die Hände also dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Wir sind zusammen, aber ne? Wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch als sich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Jetzt muss er wieder zielen, ne? Ich, keine Ahnung, wenn du es so sehen willst. Hey! Das ist doch nicht so, das weißt du. Steckst du dich, kleines Vögelchen? Ja, ich werde so sterben in der Notsituation. Hey! Oh Gott! Ich hab's gar nicht gesehen! Uiuiui! Hallo! Komm schon! Hey Mike! Boom, Schakalaka! Hey, jetzt hast du mich. Schon gut, okay? Digga, der verliert komplett. Manchmal ist es am besten, einfach nichts zu tun. Du kannst dich nicht verstecken, Michael. Ich kenn all deine... Warum? Oh. Definitiv tot jetzt schon. Oh, Leute, ich bemerke gerade etwas. Diese Folge geht ein bisschen zu lange, aber ich kann einfach nicht aufhören. Oh, jetzt kommt ein Quicktime-Event. Oder doch nicht. Jetzt haben sie sechs. Digga, was ist das hier? Ja, ich hab's doch. Nein. Können wir das in der nächsten Folge weiterführen? Hier. Wird mir langsam ein bisschen zu viel. Also, wenn ihr wissen voll wollt, oh, wer sie jetzt flach. Naja, ich glaube, ihr wisst's. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, ey, ich danke. Ehrenhaft von euch. Natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like. Dann kommen wahrscheinlich auch mehr Folgen. Ey, zwinker, zwinker. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dahin. Tschüss.